Hallo Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, es ist lange her, seitdem ich aufgenommen habe, aber wir sind fast mit dem Spiel fertig und wir sind gerade im Todeskrater, denn wir werden uns heute das holen, was uns übergeblieben ist eben. Und uns fehlen nur noch zwei Herzteile und die holen wir jetzt. So, erstmal eins ist hier oben und das ist relativ tricky zu kriegen, glaube ich. Und verdammt, was zum Teufel? Ja klar, Farsche. Okay, dann nochmal. Okay, komm her. Komm her, du Pflanze. Okay, jetzt. Und. Los! Was zum Teufel? Es wird wieder das gleiche passiert. Okay, los und holen. Da da la la. So, finde noch ein Herzteil und dann hast du alle Herzen, die es im Spiel gibt. Okay, also Leute, wir sehen uns beim nächsten Herzteil wieder. So, hier ist eine Wand, die wir sprengen können anscheinend im Feuertempel. Vergiss mal das andere Herzteil. So, wir sind hier und haben diese Wand hier gesprengt. Also, ja, und ich dachte mir jetzt, wenn ich schon hier bin, kann ich auch das Skulpturas hier holen. Und das tun wir jetzt auch. Da, da, la, la. Jetzt haben wir 88... Nein, eine Sekunde. Wie viele haben wir jetzt? Jetzt haben wir 87, glaube ich, Skulpturas, oder? Ja, 87. Und es gibt noch manche in diesem Tempel, die wir noch nicht haben. Also, die suche ich jetzt auch mal. So, wir sind jetzt im Labyrinth, aber eben oben drauf. Und da oben will sich Navi in ein... Halt, will Navi jetzt etwas spielen. Also spielen wir die Vogelscheuchenpolka. La, 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 la. Lala. So, und eine Vogelscheuche erscheint da oben. Und wir rüsten unseren Enthaken aus. So, Enthaken. The Enter. Okay, da. So, jetzt können wir rauf. Und? Geht's? Das geht? Ja, es geht. Super, okay. Jetzt müssen wir da nach vorne hin. Kannst du bitte weggehen kurz? Lass mich durch. So, da drauf. Und? Nach oben. Passt. Perfekt. So, und wir gehen drauf. Ich war nie in meinem ganzen Leben hier. Ich habe das nie gemacht im Spiel. Okay, jetzt sind wir im geheimen Ort. Cool. Okay, jetzt öffnen und... Was befindet sich hier? Eine Skulptur höre ich. So, da oben vielleicht. Oder? Ja, da oben ist eine Skulptur. Yeah. Okay, kaputt machen. Kaputt machen, habe ich gesagt. Skulptura kann sterben. So, und jetzt nehmen. Okay, eine Sekunde, ich schau noch, ob sich hier irgendwas sprengen lässt. Das schaut sehr auffällig aus. Okay, komm, ich opfere mich. Ah, okay, es geht nicht. So, dann gehe ich rauf. Und klettere noch einmal rauf. Schade, dass es mit dem Endhaken hier nicht geht. Das ist relativ Blödsinn, finde ich. So, duft. Und wir sind oben, yeah. So, hier waren wir nie. Und hier ist noch eine Tür, cool. Was befindet sich hier drin? Und es ist was weiteres. Ich höre das Kultur. Oh ja, stimmt. Ich habe verdammt viel verpasst. Was zum Teufel? Hier ist ein riesiger Raum. So, nehmen. Und hier ist ein Schalter. Und eine Kiste ist hier irgendwo. So, was bringst du? Dulululul. Und verdammt, okay. Ja, ich muss es anders machen. Okay, ich stelle es mal so ein, dass ich es schaffe. Oder? Wäre genug Zeit da? Nein, ich komme hier nicht drauf. Stimmt, okay, passt, das ist das Problem. Okay, dann ich stelle es mal so ein, dass ich das tatsächlich treffe. Also Leute, bis gleich. So, und jetzt könnten wir es tatsächlich treffen. Eine Sekunde. Und? So, verdammt, das ist das Problem jetzt. So, nach oben. Ja, toll. Kann ich auch da hoch? Von hier aus? Und? Ja, aber... Das Problem ist... Ja, okay. Ich muss irgendwie schaffen. Eine Sekunde, Leute. Wir sehen uns gleich. Jetzt rauf hier. Und? Shit, das hat nicht geklappt. Okay, nochmal. Aber diesmal versuche ich nochmal. So. Okay, erstmal darauf. Ich muss mich dann auch später auf die Kiste ziehen, das ist ein Problem. So, okay, jetzt erstmal darauf. So, darauf. Und. Jetzt. Eine Sekunde, ich stell's mal gleich ein. So, okay, jetzt schnell auf die Kiste. Und. Verdammt, was zum Teufel? Okay, ich glaube, ich muss tatsächlich es zu Fuß machen. Okay, ich versuch's dann normal. Versuch 32. So, jetzt nach oben.
So, dahin, dahin, dahin und hochschießen. Verdammt, ich hab verkackt. Dumm hab ich's verkackt, aber. Okay, komme ich hier auch drauf? Verdammt, das war knapp. Okay, hätte ich nicht verkackt vorhin, dann wäre es gegangen. Okay, ich versuche es nochmal, aber diesmal verkacke ich nicht so elendig. So, okay, da rauf. Aber ich denke, wir haben alles cool zu das im Dungeon, oder? Ja, haben wir. Okay, passt. Okay, und uns fehlt nichts mehr. Okay, nichts. Perfekt. Okay, jetzt nochmal drauf. Und schnell, 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 schnell. Diesmal schaffe ich's. Okay, jetzt darauf. Und schnell. Okay, ich bin sehr gespannt gerade. Okay, perfekt. Oh mein Gott, was ist da drin? Yeah, 200 Rubine. Okay, das ist schon mal cool. Ist nicht schlecht. Okay, dann würde ich mal sagen, yeah, wir haben den Feuertempel 100% und damit haben wir alle Tempel im Spiel 100% geschafft. Also Leute, bis zum nächsten Herzteil. So, wir sind wieder im Gerudo-Tal. Im Gerudo-Tal. Und ja, jetzt sind wir da. Ja, geile Musik. Okay, okay, ja, Epona Streike. Jetzt geht 2 Schritte zurück. Okay, schon gut, tut mir leid. So, okay, jetzt. Schneller, schneller, Epona. Okay, jetzt müssen wir hier runterspringen. Wir waren schon mal hier, aber. Stimmt. Wir haben ja die Bohne gepflanzt. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, also. Wir müssen jetzt hier runterschauen. Nein, bitte nicht. Okay, passt, ich hab's geschafft, oh mein Gott. Au, es hat weh getan, aber zumindest haben wir es geschafft. Ah, la 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 la. Okay, jetzt auf die Wunderbohne und ich habe keine Ahnung, wo das Herzteil ist. Ich werde mich erstmal umschauen. So, vielleicht in dem Wasserfall oder hier irgendwo. Und es ist, okay, wir haben schon mal einen Rubin. Vielleicht da irgendwas. Ja, da ist eine Leiter. Ah, verdammt, komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Wow. Okay, Leute, und somit haben wir alle Herzteile ins Spiel gekriegt. Yeah. Ein Herzteil, jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer und du hast alle Herzcontainer jetzt. Und yeah, wir haben alle Herzen, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich es schaffe. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, eine Sache haben wir schon fertig, damit ich sagen, vervollständigen wir die anderen Sachen, das Kulturlos und so. Also bis gleich. Gerade beim Schneiden des Videos habe ich realisiert, dass das Video sehr kurz ist. Ich dachte, es wäre viel länger. Okay, egal, dann würde ich mal sagen, wir machen weiter. Und es gibt noch eine Sache in der Gerudo-Festung, die wir erledigen müssen. Und zwar ist das sogar relativ lang. Es ist ein Teil des Spiels, wie erneut ein Teil des Spiels, was ich niemals gemacht habe. Aber ja, heute wird es sich ändern. Okay, da wie ihr seht, wir waren hier noch nicht drin. Hier ist ein Gitter. Hier ist eine Gitter, genau, eine Gitter. Hier ist ein Gitter und wir lesen erstmal, was da drauf steht. Lesen. Gerudo-Trainingsarena betreten nur mit registrierten Mitgliedern erlaubt. Okay, reden. Das ist die Trainingsarena der Gerudo-Kriegerinnen. Okay. Du hast den Gerudo-Pass. Ja, ich bin auch eine Gerudo-Kriegerin. Gut, dann darfst du hinein. Ein Versuch kostet 10 Rubine. Ich versuche es. Okay, es ist ein Dungeon eigentlich. Okay, her mit den 10 Rubinen. Schieß ordentlich. Es ist ähnlich wie ein Dungeon. Ich weiß nicht wirklich, wie es ist. Ich weiß nicht, ob es ähnlich ist wie ein Dungeon oder so. Keine Ahnung. Ich denke schon, aber ich habe es eben bis jetzt noch nie gemacht. So, Gerudo-Arena. Okay, dann, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich habe es nie gemacht, wie gesagt. Okay, ich würde mal sagen, nur wenn du die Prüfungen in den verschiedenen Räumen bestehst, wirst du in so einem streng gehüteten Schatz erhalten. Okay, dann, ich gehe mal nach vorne erstmal. So, hallo. Öffnen. Und schauen, ich glaube, wir werden hier, bemühe dich mit ganzer Kraft, alle Schlüssel zu erhalten, damit du unser streng gehüteten Schatz verdienst. Okay, da ist der Schatz. Wir brauchen Schlüssel, wir haben noch... Okay, wir haben noch keine Schlüssel. Deswegen gehen wir hier raus gleich mal. Und gehen erstmal nach links. So. Oh, da oben ist eine Tür. Ist ein Auge. Es war relativ schön hier. Es ist urcool, dass ich das nie entdeckt habe. Ich meine, ich habe es eh entdeckt, aber halt, ich wusste, dass es das gibt, aber halt, ich habe es nie gemacht. Das ist komplett blind gerade und ich freue mich wie ein Kind gerade. So, öffnen. Und da drin sind Pfeile. Yeah, okay, da muss ich mal sagen. Da ist noch eine Kiste. Die habe ich übersehen, einfach so. Und da drin sind 5 Rubine, okay, und da wird Navi grün. Da würde ich mal sagen, ich spiele selber das Wiegenlied, la 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 la, la 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 la. Ich spiele mal ein paar Lieder hier. Okay, nein, Navi wird grün, dann Hymne der Sonne,
Im Nebel der Sonne. Lalalala. Okay, cool. Und? Es bringt nichts, okay, dann. Hymne der. Des, nein, das ist Hymne der Sonne, verdammt! Lalalala. Okay, dann mal Hymne des Sturms. Okay. Lalalala. Eigentlich klingt es ähnlich wie die Hymne der Sonne, wenn man es auf der Ocarina spielt. Und ja, da öffnet sich. Da entsteht eine Kiste. Oder? Nein, es ist nur ein. Ah, es ist eine Fee, okay. Hallo, Fee. So, dann gehen wir mal nach rechts. Ich würde mal sagen, müssen wir. Oder ich lass mal so, okay. Und deswegen jetzt im Dungeon drin. Du hast nur begrenzte Zeit, um alle Gegner zu besiegen. Okay, wo sind die Gegner? Komm her. Und stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb. Stirb, okay, stirb. Stirb, hab ich gesagt. Komm her. Was? Und du bist tot, okay, komm her. Und du wirst auch sterben. So, zack, zack, zack. Ich hab den Spigron-Schwert, komm schon. Dagegen kannst du nichts machen. Zack. Zack. Okay, du bist tot. Welche Gegner gibt's noch? Okay, keine weiteren Gegner mehr. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier und her und öffnen die Kiste. Sag, dass hier ein Schlüssel ist, bitte. Und da drin ist ein Schlüssel. Yeah, ein kleiner Schlüssel. Öffnet verschiedene Türen. Okay, mal schauen, was es hier gibt. Ich weiß nicht, ob es hier drin Skulltulas gibt. Wenn ja, dann wäre das ein Segen. Segen, weil ich weiß ja nicht, wo die Skulltulas sind. Okay, und mit dem Auge der Wahrheit finden wir nichts. Okay, wir würden das Skulltula ja auch hören. Dann öffnen. Und, okay. Sammle die weißen Juwelen, jedoch umgehe alle Fallen und Gefahren. Okay. Verdammt, wie soll ich das kriegen? Okay, ja, da ist eine weiße, da ist ein Rubin. Da oben kann ich hin. Okay, da gehe ich schon mal hin. Verdammt, das war dumm. Egal, ich kann das mit einem Ding kriegen. Mit dem da. Und kriegen. Was zum Teufel? Ja klar geht das nicht. Okay, dann versuche ich es mal hier. Okay, dann versuche ich es ohne den Gleitschuhen. Was zum Teufel? Ohne den Gleitstiefeln. Okay, dann raus hier. Und kriege ich vielleicht so. Nein, aber vielleicht so. Ja, jetzt geht's auf einmal. Okay, dann drauf hier. Dululu. Oh, verdammt, wir haben nur begrenzte Zeit. Okay, dann, die kriegen wir noch nicht. Da können wir vielleicht entlang. Und können wir das? Ja, geht. Okay, können wir da dich kriegen? Ja, können wir, aber da kommt wahrscheinlich ein Fels. Okay, weg mit dir, du Fels. Und jetzt drauf hier. Und dahin. Okay, was bringt das jetzt? Ah, das, wir sind jetzt hier. Okay, nein, nicht du. Lass mich in Ruhe. Das hab ich gereimt. Haha. So, hier ist nichts. Oh, verdammt, ein Fels. Okay, dann hier sollte ein Rubin sein. Nein, hier ist kein Rubin. Aber der Stein rollt schon mal weg. Und soll es der letzte sein. Wo ist es? Der letzte ist der silberne Rubin. Okay, geh durch. Und komm schon, ich muss es schaffen. Ich bin noch nicht so schlecht im Spiel. Und. Aua! Toll, okay, dann nach rechts. Bitte Fels, roll mich nicht an. Ah, da ist ein Fels. Okay, schnell! Verdammt! Und. Oh mein Gott, es hat geklappt. Okay, wir haben es geschafft. Und das hat jetzt was bewirkt? Ich schau mal. Irgendwo sollte doch eine Kiste sein jetzt. Oh nein, die Tür hat sich geöffnet. Okay, passt. Ist hier vorne irgendwas vielleicht mit dem Auge der Wahrheit? Nein, Link, nicht runterspringen, sonst muss ich wieder rauf. Okay, hier ist nicht mit dem Auge der Wahrheit und hier auch nicht. Ja klar, ich tu mir gleich mal weh. Okay, Fels, lass mich in Ruhe. Ja toll, klar, genau da kommt ein Fels. So, jetzt gehen wir nach rechts. Es ist gerade relativ... Was zum Teufel? Was zum... Ah, okay. Okay, bitte nicht weh tun. Ah, okay, ich habe mir weh getan, aber egal. Es ist gerade relativ cool, weil ich habe das nie gemacht. Wie gesagt, okay, ohne die rechten Hilfsmittel wirst du vor unlösbaren Aufgaben stehen. Okay, wir haben alle Items im Spiel schon. Das wird. Wir werden. Okay, komm her. Und. Du bist tot. Und du bist tot. Nein, komm her. Und was? Und jetzt du. Okay, und du bist auch tot. Perfekt. So, oh mein Gott. Und du bist auch tot, ja.
So, stirb. Und stirb. Und stirb. Okay, passt. Du bist auch tot. Jetzt kommt eine Kiste und wir haben schon die Krafthandschuhe, deswegen. Ich hoffe mal, wir brauchen nicht noch mehr, weil uns fehlt noch ein Item im Spiel nur. Ein einziges. Und ist da ein Schlüssel drin? Da sind Pfeile, okay. Und da ist eine Tür. Mal schauen, was in der Tür hier drin ist. Ah, die Tür ist keine Tür. Au. Okay, dennoch werde ich dich wegfegen mit dem Hammer. So, komm her. Hammer. Und weg mit dir. So, okay. Und wir schieben dich weg. Der mit den Händen aus Silber wird den großen Block verschieben können. Ja, wird er. So, die Silberhandschuhe. So, die Silver Gauntlets heißt auf Englisch. Auf Deutsch heißt es Krafthandschuhe. Okay, weiter und weiter. Es gibt noch ein Item, was wir noch nicht haben. Und ich hoffe, das werden wir nicht brauchen. Hallo? Zum Teufel? Okay, eine Sekunde. Gibt es hier irgendein Auge, was wir abschießen können? Oder irgendwas? Wie geht das, dass wir das nicht öffnen können? Okay, eine Sekunde. Eine Tür. Ah, doch, doch, doch. Okay, Auge der Wahrheit. Ah, vor unlösbaren Rätseln, okay. Okay. Und hier vielleicht irgendwas. Ah, da. Okay, so, jetzt nach oben. Nach oben. Dahin. So. Und da ist ein Schalter. Aber wir gehen erstmal durch diese Tür. Und schauen, was sich hier befindet. Und hier drin ist... Okay, ein Rätsel. Ein Raum, wo wir... Okay, was bringt uns das jetzt? Navi wird grün. Navi, wieso bist du grün? Okay, eine Sekunde mal schauen, ob es irgendwas mit den Augen, mit dem Auge der Wahrheit gibt. Nein, aber... Okay, Navi wird da auch grün. Das heißt, ich mach mal einfach... Ich spiel ein paar Lieder. Okay, eine Sekunde. Ist Navi noch grün? Ja, Navi ist noch grün. So, okay. La 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 la. Okay, Vogelscheuch und Polka gespielt. La 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 la. Und yes, klappt. Okay. Jetzt. Nochmal. La 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 la. La 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 la. Da vorne sollte auch was kommen, oder? Nein? Okay, dann. Zelda's Wiegenlied, yeah, yeah. Zelda's Wiegenlied. Irgendein Lied, einfach. Nein, dann. Hymne des Sturms. La la la, la la la, la 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 la. So, wir spielen sehr viele Lieder in dieser Folge. Okay, da vorne ist dann nichts. Dann schieße ich mich mal einfach dahin. Oder? Eine Sekunde. Was bringt das? Was ist das für ein was ist das für ein Rätsel in der Mitte? Ich nehme mal meine Bomben und wirf sie drauf. Okay. Verdammt! Und. Okay, die bringt nichts. Aber wir können schon mal hier raufschießen wieder, wenn wir unten sind. Ah, jetzt dreht sich alles. Blende die Augen der Statue, okay. Mit womit? Mit Lichtpfeil? Okay, ich rüste mal die Lichtpfeile aus. Okay, und... Schnell. Und, hat's geklappt? Ja, hat's. Und nochmal. Und jetzt ein letztes Mal. Nein, nicht ein letztes Mal, okay. Komm her. Was? Okay, jetzt ein letztes Mal. Und? Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon, ich muss es schaffen. Und la 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 la. Und eine Kiste öffnet sich. Erscheint, meine ich. Fuck! So. Ja, okay, wie komme ich auf an die Kiste ran? Eine Sekunde, Leute. So, Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen. So, okay, runterspringen und geschafft. Okay, perfekt. So. Okay, komm her, Kiste, öffnen und es ist ein Schlüssel drin. Yeah, okay, passt. Dann schießen wir uns mal darauf oder auf die Vogelscheuche. Ich schieße mich mal auf die Vogelscheuche. Es hat geklappt, wow, habe ich nicht erwartet. Okay, ich schieße mich mal da drauf und dann schaue ich, was es hier gibt. Okay. Das schaut aus wie eine Falle.
Es schaut viel zu leicht aus. Ah nein, die Tür mussten wir öffnen. Okay. Dann haben wir noch einen Schlüssel. Drei Schlüssel haben wir schon. Okay, ich rüste mal das Auge der Wahrheit aus. Und. Dulu, dulu. Okay, da ist nichts. Dann. Runter hier und durch diese Tür. Okay, auch mal Auge der Wahrheit ausrüsten und schauen, was hier gibt. Nein, nichts. Auch keine Skulptur, das ist relativ schade. Ich glaube, es gibt hier keine Skulptur. Okay, komm her. Ich töte euch. Was? Finde den geheimen Durchgang in diesem Raum, okay. Es ist zeitlich begrenzt. Okay, kommt sie alle her. Du stirbst mit den Lichtpfeilen. Und du stirbst mit den Lichtpfeilen. Okay, komm her. Und verdammt, wir haben fast keine Magie mehr. Wow, okay. Ah, jetzt haben wir wieder Magie. Und jetzt haben wir wieder Magie. Yeah. Gib mir Magie. Okay, Auge, nicht Auge der Wahrheit, sondern Stahlhammer ausrüsten. Und schauen, ob es hier irgendwas gibt mit dem Auge der Wahrheit. Nein, aber mit dem Stahlhammer. Zack. Und was? Okay, da ist nichts. Nein, da ist nichts. Hier vielleicht. Nein, hier ist auch nichts. Hier vielleicht. Wenn wir durchkriechen. Ah, da ist ein Schalter, okay. Wahrscheinlich wird irgendwo hinter irgendeinem Teil. Ah, noch ein Schalter, okay. Was zum Teufel? Und. Nein, hier ist nichts. Und hier hinter. Hallo? Weg mit dir! So. Hier hinter auch nicht, okay. Erstmal betätigen wir diesen Schalter hier. Und es öffnet sich. Nichts, was wir sehen. Zumindest. Okay, mal schauen. Irgendwas, was wir nicht sehen? Nein. Ah, das Feuer geht weg. Ach so. Spielt dann sich sicher? Nein, noch nicht. Und öffnen. Yeah. So, da drin ist noch ein Schlüssel. Jetzt haben wir vier Schlüssel. Okay. Eine Sekunde. Pfeile ausrüsten. Pfeile und. Dulut. Au! Ah, das Feuer ist wieder da. Glaube ich. Ah nein, es ist nur eine Fledermaus gewesen. Okay, eine Sekunde, was zum Teufel? Es gibt einen geheimen Durchgang hier. Es gibt einen geheimen Durchgang. Das heißt, diese Tür ist. Okay, ich schieße mal auf diese Flagge da. Ah, da kommt Rubine raus, aber das bringt uns nichts. Vor allem, weil wir sie nicht kriegen. Okay, dann komm mal her. Zack. Okay, dann ich mal sagen. Wir nehmen unsere Bomben und jagen ein paar Sachen in die Luft. So, hier erstmal. Falsch. Ablegen. Und. Ablegen. Au. Verdammt, was zum Teufel ist. Ablegen. Wir haben fast die Hälfte unserer Herzen verloren, obwohl wir so viele haben. Und nein, hier hinter ist nichts. Okay, dann. Ich weiß nicht, wie ich diese Tür jetzt aufkriegen soll. Vielleicht, wenn ich alle Gegner besiege und du bist der einzige Gegner, den ich noch nicht besiegt habe. Guck mal. Zack, und. Ja, tatsächlich, oh mein Gott. Und ich habe es mir so kompliziert gemacht. Und eine Kiste öffnet. Eine Kiste erscheint noch. So, die Kiste nehmen wir auch an uns. Und in der Kiste befindet sich. In der Kiste befindet sich. Öffnen und. Ein. Okay, Pfeile. Kein Schlüssel. So, wir haben schon vier Schlüssel, aber ich weiß nicht, wie viele insgesamt es gibt. So, okay. Überquere den feurigen See. Wo ist der feurige See? Ah, hier ist der feurige See, okay. Ist da oben erstmal was? Ja, da. Zack, und. Okay, dann, wir brauchen die Gleitschuhe. Gleitstiefel, okay. Und rüber hier. Okay, passt. Oh, verdammt, da ist ein Typi. Darauf, okay. Jetzt, darauf. Komm drauf hier. Okay, es ist spannend gerade. Es ist nicht so spannend, aber ich tue nur so. Okay, so. Dann nach vorne hier. Dann. Okay, das hier müssen wir aktivieren. Ist jetzt zeitlich begrenzt? Okay, eine Sekunde. Ich nehme mal die Ocarina zur Hand. Die Ocarina. Und spiele ein paar Lieder.
Okay, wie war das nochmal? Vogelscheuche im Volk, la la la. La la la, la la la, la la. Und es passiert nichts, okay, dann. Eine Sekunde. Eine Sekunde. La la la, la la la, Hymne des Sturms vielleicht. Da da da, da 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 da. Vielleicht Hymne der Zeit. Aber ich vergesse natürlich jedes Mal, wie man die Hymne der Zeit spielt. Deswegen mal schauen und Hymne der Zeit. La la la, la la la. Okay, la la la, la la la. Ich sollte mir irgendwo das alles aufschreiben, einfach nehmen. Ne, auf meinem Tisch. Dass ich nicht mehr die ganze Zeit extra nachschauen muss. Okay, ja, das war klar. La la la. Und ein Block erscheint. Ah, okay. Ah, okay, ja, das ist dafür gedacht. So. Dann hier nach vorne. Und ich hoffe, es ist verdammt nochmal zeitlich begrenzt. Okay, rauf hier. Ach, verdammt knapp war das. So, dahin. Und dahin. So. Jetzt schneller, 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 schneller. Schneller, schneller, verdammt! Ach, ich bin noch dumm. Bitte sag nicht, dass ich jetzt alles wieder aufsammeln muss. Oh mein Gott. Es tut mir leid, Leute. Okay, diesmal mache ich es aber schneller. Okay, zack. Zack. So, die Folge dauert wieder mal ewig lang, aber diesmal wirklich außerordentlich lang. Aber ich werde nicht schneiden, weil es macht keinen Sinn, jetzt extra irgendwelche 1000 Folgen noch zu quetschen. Und drauf hier. Dutulu. Und dutulu. Verdammt. Los, da drauf jetzt. Dululut. So, schneller. Okay. Ha! Dahin, dann dahin. Dann dahin. Los, okay, oh, das war knapp. Und dahin. Und jetzt haben wir alle. Dululululut. Okay, die Tür öffnet sich. Welche Tür hat sich jetzt geöffnet? Ich glaube, ich schau mal in die Tür mal rein. Ich schau in die Tür mal rein, ja. Als erstes gehe ich in diese Tür rein. Es ist relativ groß hier, aus dem Teufel. Okay, sammle alle silbernen Steine, die du im Wasser finden kannst. Okay. Erstmal. La 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 la, Hymne der Zeit. La 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 la. Okay, jetzt sind wir im Wasser. Okay, ich nehme mal die Eisenstiefeln zur Hand. Zu Fuß, meine ich. Und zieh sie an. So. Jetzt da rein. Und. Okay. Wow. Du kannst unter Wasser nicht atmen. Wird dir die Luft knapp, zieh diese Stiefel aus. Okay. Ich habe gerade gemerkt, ich habe nicht meine Zora-Rüstung an. Zora-Rüstung. Was zum Teufel? Das ist ein Fisch. Was für ein Fisch ist das? Ist das ein Gegner? Au. Okay, eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Wow, 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 okay. Wir sind stark unter Beschuss. Wir sind stark unter Beschuss. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Komm her. Okay, du bist tot und... Verdammt! Ah, kommst her. Verdammt. Verdammt. Komm her. Wieso sterben die nicht gleich? Oh mein Gott, ich sterbe fast hier. Okay, komm her. Komm her. Okay, du bist tot und du auch. Nein, du musst sterben eigentlich. Was zum Teufel? Okay, komm her. Warte, okay, du jetzt davon auch. Okay, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Jetzt stirb. Okay, passt perfekt. So, okay, erstmal da oben hinschießen. Und dann runterfallen. Okay, jetzt. Dann nach oben hinschießen. Nein, hier stehen, nach oben hinschießen. Okay, jetzt. Nach links drehen. Komm schon, Link. Ah, ich hab den Wassertempel wirklich gar nicht vermisst. Okay, jetzt da nach oben hinschießen. Und währenddessen die Schuhe ausziehen. So, Lederstiefel. Und. Fuck. So.
Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Okay, wir haben dich jetzt auch. Und wo noch? So, runter. Runter und... Mal schauen. Wo ist denn die nächste Silberne... Der nächste silberne Rubin? Da, okay. Dann muss ich mich einfach von hier aus da nach oben schießen. Und das war's auch schon. Komm schon. So, das war's auch schon. Hier eine Kiste und in der Kiste befindet sich... Was genau? Das Lustige ist, hier ist eine Tür. Au. Okay, das ist nicht hier. Ich muss erstmal drauf. Lederstiefel ausziehen und nach oben. Hallo Fischis. Das sind aber viele, viele Fische. Okay, jetzt nach oben. Yeah, und wir kriegen wieder Luft gleich. Okay, und... Ja, hier ist die Kiste gewesen. Okay. Komm her, Kiste. Und Glock. Und ein Schlüssel sollte es sein. Ein kleiner Schlüssel, yeah. Und sonst ist hier nichts. Und da oben auch nichts. Okay. Okay, ausziehen. Das Auge der Wahrheit ausziehen. Weggeben, meine ich. Und jetzt Gleitschuhe anziehen. So, Gleitstiefel. Das Lustige ist, wir sind immer noch im linken Durchgang. Es gibt noch einen ganzen rechten Gang, glaube ich. Verdammt. Das hätte eigentlich viele Folgen dauern können. So, öffnen. Und hier ist die Salvo drin. So, du hast nur begrenzte Zeit, um alle Gegner zu besiegen. Wart, okay, stirb und wart, stirb, okay. Verdammt. Lederstiefel. Und Bomben. Bombe, komm her. Verdammt, verdammt, lass mich in du, lass mich in du, lass mich in du. Okay, stirb und... Jetzt komm her, wart. Stirb. Und stirb. Das sind aber sehr merkwürdige Lesalfos, die nicht wie die anderen aussehen. Okay. So, die sind tot. Und wir halten noch einen Schlüssel. Yeah. Ich wusste, das dauert. Das wird wirklich lang dauern. Okay, dann würde ich mal sagen, Leute, wir schneiden mal hier. Und in der nächsten Folge machen wir einfach weiter mit diesem Dungeon. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Leute, wir sind wieder in Zoras Reich. Und anscheinend, diese Skulptur hier, die ich schon abgecheckt habe, aber ich sie nicht gefunden habe. Die taucht anscheinend nur nachts auf. Ja, und jetzt habe ich nachts gemacht und wir können uns diese Skulptur holen. Und damit hätten wir, ich weiß nicht genau wie viel, ich glaube 89 Skulpturen sollten es sein. Und es fehlen nur noch 11. Yeah, das ist nicht so wenig eigentlich. Ich weiß nicht, wo ich diese ganzen 11 noch finden soll. Okay, mal schauen. Nein, 10 Stück noch. Okay, So, wir sind in verlorenen Wäldern und ich wollte euch noch eine kleine Sache zeigen. Also, wenn wir als Erwachsene hier sind und die Horror-Kids sehen, dann greifen sie uns an. Und wenn wir sie... Es ist relativ schwer, sie zu töten, aber wenn wir es schaffen, dann... Zack, stirb und du bist tot. Dann kriegen wir was Besonderes. Und zwar... Ja, 500 Rubine, glaube ich, sind das. Es bringt uns gerade nicht viel, weil wir 500 Rubine haben, aber ich sammle es dennoch ein. So, yeah. Und ich denke, da vorne haben wir eine Wunderbohne gepflanzt. Ich schaue mal, wo die uns hinführt. Ja, hier. La, la, la. Okay, mal schauen, wohin die uns führt. Okay, hierher. Das ist hier nicht so wichtig. Wir waren schon mal hier und wir haben ja alles geholt, was es gibt. Aber es gibt noch eine Sache in den verlorenen Wäldern, die wir noch brauchen. Und zwar eine Skulptula. Und die suche ich gerade. Da. Und ich bin ehrlich, es fällt mir gerade immer schwerer und schwerer, Skulptula zu finden, weil ich weiß nicht, wo die verbleiben. Ich meine, wo eins ist, weiß ich jetzt. Und wo zwei weitere sind, weiß ich auch. Aber ich weiß nicht, wo ich die anderen 7 noch finden soll. Und ich weiß, in Ganon Schloss gibt es keine mehr. La 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 la. So, hier ist nichts. Aber hier vielleicht. Ja, wie gesagt, ich weiß, in Ganon Schloss gibt es keins mehr. Da 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 da. Wo ist der Ding? Der Waldteil. Was zum Teufel? La 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 la. So, ich schneide einfach, bis wir dort sind. Wir waren genau dort, okay. So, hier ist die Wunderbohne. Hier ist die Pflanze. Yeah, 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 yeah. Und wir können die Skulptur kriegen. So, komm her. Und was? Was? Okay. Und wir haben 91 Skulptur. Yeah, okay. 91 Stück. 91 Stück. Ich weiß nicht mehr, wo ich die anderen kriege. Verdammt, ich schau mal, ob es hier oben noch was gibt. La 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 la. Ich
Ich meine, falls ihr wisst, welches Kulturen das ich übersehen habe, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ich werde noch in dieser Folge ein, zwei Sachen machen und dann werde ich die auch beenden. Aber ich werde nach Ganon Schloss immer noch nach den Skulpturen suchen. Es sind nur noch 7 Stück, die ich nicht kenne. Also in einer Folge können wir die locker unterbringen. Also Leute, ich würde mal sagen, wir gehen mal an einen besonderen Ort und dort machen wir was Besonderes. Also Leute, bis gleich. So, wir holen uns jetzt unser letztes Upgrade. Reden, okay. So, hey, versuch mal. Ja, okay, ich versuche jetzt 1500 Punkte zu erreichen. Okay, dann kriegen wir den Riesenköcher. So, okay. Ich hoffe, ich schaffe das. Wenn es nicht geht, dann ändere ich die Steuerung, sodass es tatsächlich möglich ist. Okay, mal so. Und dann... Verdammt. Okay, das war schon mal gut. Und... Zack. Okay, verdammt. Okay, 60. Ich brauche jetzt... Ja, ich brauche sehr oft sehr gute Punkte. Okay, ich brauche noch 800. Verdammt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Zack. Okay, und? Noch 5 weitere. Scheiße, okay, verdammt. Nein, okay, kann ich noch eine Runde drehen? Verdammt, nein, kann ich nicht. Ah, scheiße. Okay, ich versuche nochmal. Ganz ordentlich, hier, willst du nochmal versuchen? Okay, ja. Ja, das kann lang dauern. Es ist nicht so leicht. So, ja, es gibt noch einiges, die wir eigentlich im Spiel noch holen müssen. So. Okay, 30 und verdammt, ich bin nicht der Klügste. So, yeah, das wird nichts. La 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 la. Ich muss jetzt wirklich 10 mal circa 100 kriegen. Okay, 60, das ist doch 100. Das war jetzt 60, 100. Komm schon, 100, 100. Okay, es geht nicht mehr. Ja, es geht nicht mehr. Okay, ich hab's verkackt, oh yeah. Okay, ich würde sagen, ich ändere mal kurz die Steuerung. So, versuchen wir es jetzt. Okay, mal schauen. 100, 60, 30, 60, verdammt. Komm schon schneller. 30, verdammt, es ist sogar noch schwerer. Okay, ich brauche 9, die 100 sind. Da, 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 da. 60, 100, 100, 30, 100. Okay, es geht nicht mehr. 100, aber es war eigentlich besser. Ja. Ja, eigentlich hätte ich mich besser angestellt, dann wäre es sogar geklappt. Okay. Jetzt, ich glaube, es war unser Rekord sogar ganz ordentlich. Ja, yeah, willst du nochmal versuchen? Ja, okay. Ich werde so lange versuchen, bis ich schaffe. La la. So. Dö, 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 dö. Okay. Jetzt. 30, klar. 100, 60, 100, 100, okay, 100, 30. Okay, jetzt. Das kriegen wir nicht hin, scheiße. Okay, jetzt muss ich gut hinkriegen. Okay, so ist normal. Und dann nehme ich weiter hoch. So, dahin. Und schießen. Und komm schon. Verdammt, es geht nicht mehr. Ja, es geht nicht mehr. Los, enden. Enden. Verdammt. Ja, okay, 1100 Punkte, ja, nochmal versuchen, okay. Ich werde einfach versuchen, am Anfang so viele Hunderte rauszukriegen wie möglich. Bei der ersten Zielscheibe schon. Ich werde einfach einmal zielen und dann 5-6 Mal schießen. Okay. Okay, das war schon mal gut. Und kriegen wir das noch? Okay, verdammt, das war schlecht. 60 Punkte, okay, jetzt. Fast jeder von denen muss sitzen. Da, da, da.
Okay, komm her. 100 und 100 und 100 und... Nein, verdammt! Ich hätte das noch schaffen können auf dem da. Verdammt! Okay, das war gut. Ich muss am Anfang einfach so viel wie möglich hinkriegen. Komm schon, komm schon. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Es ist wirklich schwer. Aha. Und... 60, 100, 160. Okay, passt, das war gut. Okay, passt, das war sehr gut. Okay, jetzt muss es klappen, jetzt muss es klappen. Wir stehen sehr gut da. Okay, keine Pfeile verschwenden jetzt. Okay, komm schon. Ja, geschafft. Ah, jetzt klappt plötzlich alles, oder was? So, 1066, yeah. Und wir haben es geschafft. So, yeah. Donnerwetter, du bist ja ein wahrer Meister deines Fachs. Ja, bin ich. Ich gebe dir etwas, das nur ein echter Meister würdig ist. Und zwar ein, es ist ein wertvoller Köcher, den ich dir überreiche. Er gehört nun dir, behandle ihn gut. Yeah, und wir halten den Riesenköcher. Jetzt kannst du insgesamt 50 Pfeile tragen. Okay, damit haben wir alle Upgrades, die es im Spiel gibt, gekriegt. Also Leute, dann will ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time, vielen Dank, was ihr eingeschaltet habt. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.